Mein Name ist Hannes Kelch, bin Gitarrist und Produzent. Ich spiele unter anderem bei Alligator und I'm Giant und bin auch Teilhaber des Mix Berlin Recording Studios. Hier finden gerade die aktuelle Thomas Godoy und die kommende I'm Giant-Platte statt. Zur Gitarre gekommen bin ich, weil in der 5. Klasse ein Schüler mit mir in der Klasse war, der E-Gitarre gespielt hat und die ganzen Mädels den süß fanden. Der hat die zwar nie mitgebracht, aber alle wussten, dass er E-Gitarre spielt und deswegen wollte ich das auch. Und ich komme aus einem Klassikerhaushalt, da war das dann erstmal nicht so gern gesehen, aber ich habe dann so schlechte Noten gehabt, dass meine Eltern das als Druckmittel genutzt haben. Und dann habe ich das Jahr doch geschafft und dann gab es eine E-Gitarre. Also was ich an Musik total geil finde, ist einfach, dass Leute zusammenkommen und auch aus unterschiedlichen Genres zusammen Musik machen. Wir haben jetzt bei Alligator Live immer einen Proberaum dabei, so einen kleinen, dass wir vorher einfach zusammen zocken können mit einem Cocktail-Kit, mit einem Amp und da kommen dann auch die Vorbands oder andere Bands dazu, man jammt ein bisschen und man lernt aber auch die Musiker, mit denen man spielt, wenn man im Proberaum ist, total anders kennen, als wenn man wirklich nur live zusammen mit denen eine Show spielt. Das ist so. Das finde ich auch total geil, mit Kids irgendwie zusammen zu jammen, mit jüngeren Leuten, mit älteren Leuten, weil jeder hat irgendwie eine andere Art zu spielen und das macht mir halt auch beim Musikmachen am meisten Spaß. Mein erster Satz Ernie Ball Saiten waren die Bassseiten. Also ich habe immer schon Ernie Ball Bassseiten gespielt, weil das einfach der einzige Basssatz ist, den es gibt für mich. Und wir hatten dann live immer so ein bisschen Probleme mit reißenden Saiten, auch schon vor der Show mit neu beseiteten Gitarren. Und dann meinte unser Backliner, dass ich einfach die Ernie Ball spielen soll. Und die fühlen sich für mich auch besser an. Also die sind auch nicht so metallisch, die sind irgendwie soft, das mag ich total gerne. Und wir haben dann auch gleich bei den Western umgestellt und dieser Moment zwischen, dass die Gitarre so super neu klingt mit den Saiten, den mag ich eigentlich nicht, sondern so 2-3 Tage danach und diese Spanne, bis die Saiten in Oil sind, die ist einfach super lang bei den Ernie Boys. Ich habe jetzt vor 8 Monaten das letzte Mal alle Studio- und Live-Gitarren neu beseitigt, die Western, und die Saiten sind immer noch super. Was mein Gitarrensound, glaube ich, am besten beschreibt, ist einfach, ich mag es halt, wenn es ehrlich ist, wenn es dreckig ist. Ich liebe Feedbacks, ich mag lange Töne, ich stehe auf Gary Clark Jr. und ich stehe auch auf Akustikgitarristen, die richtig reinhauen. Das finde ich total geil und ich glaube, das ist auch so mein Sound, dass ich versuche halt einfach offene Chords, Power Chords, das ist es für mich einfach.